Liebe Zuschauer von NQTV, wir sind heute bei den Wiha Panthers im Enjoy in Villing zu Gast und beobachten die Spieler beim Fitnesstraining. Ja, die Spieler stehen kurz vor dem letzten Heimspiel am Samstag in der Deutenberg Sporthalle gegen Ulm. Und deshalb sind wir heute auch mit dem Panthers-Boss Frank Singer im Gespräch. Herzlich willkommen. Hi Frank. Erzähl uns ein bisschen was. Wie war die Trainingswoche bisher und was steht noch in den kommenden Tagen an? Die Trainingswoche ist für uns bisher eigentlich fast ausgefallen, weil wir hatten einen schweren Schicksalsschlag hinzunehmen. Mensah Taylor hatte an unser Topspieler, hatte am Montag einen Hirnschlag bekommen, wurde ins Krankenhaus eingeliefert, war dort auf der Intensivstation, war für uns eine Schocknachricht. Unsere Spieler waren total schockiert. Sie haben dann von sich aus gesagt, wir lassen das Training ausfallen gestern am Dienstag und die Mannschaft ist komplett geschlossen mit Trainer. Ich selber war auch vor Ort, sind wir nach Stuttgart gefahren, haben Mensah besucht im Krankenhaus, haben ihm Mut zugesprochen, haben ihm einfach ein bisschen Beistand gegeben und somit war das Training eigentlich für uns hinfällig und heute steht das Fitnesstraining wieder auf dem Programm und wir versuchen zur Normalität überzugehen. Was hat denn der Mensah gesagt, als ihr kamt? Was konnte er sagen? Er hat sich sehr, sehr gefreut. Er war trotz seinem Schicksalsschlag war er immer noch fokussiert auf unser Ziel, den Aufstieg und auf Basketball. Er hat jedem Spieler explizit erklärt, was er am Wochenende zu tun hat und dass sie unbedingt diese Meisterschaft nach Hause holen sollen und nicht an ihn denken und für ihn spielen sollen und nicht traurig sein sollen und einfach alles geben, dass wir unser großes Ziel, dass wir dieses erreichen und dass wir einfach dann am Ende auch oben stehen. Ja, ich denke, das meiste, was ihm jetzt helfen wird, wäre, wenn ihr am Samstag den Sieg nach Hause holt. Wie sieht denn jetzt die Prognose aus? Wie wird es mit ihm weitergehen? Eine Prognose jetzt sowieso von uns hier zu erstellen, ist sehr, sehr schwierig. Er war heute, war der Zustand wieder sehr, sehr kritisch. Er wurde in eine andere Klinik verlegt. Es wurde überlegt, ob er noch am Gehirn operiert wird oder nicht. Das hat sich dann zuerst zerschlagen, weil die Ärzte gesagt haben, sie wollen erst noch mal beobachten. Aber eine genaue Diagnose von hier aus oder eine Prognose zu erstellen, ist ganz, ganz schwierig. Wir müssen ihm alle die Daumen drücken. Er hat sich wirklich bisher den Allerwertesten aufgerissen, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Und wir müssen jetzt einfach versuchen, für ihn dieses Ding weiterzubringen und diese Meisterschaft zu holen. Ich glaube, das hilft ihm am allermeisten, wenn wir ihm am Samstagabend Bilder und Videos schicken können nach dem Gewinn der Meisterschaft. Das wird ihm wahrscheinlich am meisten helfen. Und ansonsten müssen wir einfach bloß hoffen und beten, dass das gut geht für ihn. Und die Grüße natürlich hier durchs Video von NQTV. Wir denken fest an ihn. Gab es denn gesundheitliche Probleme schon in der Vergangenheit bei ihm? Gar nie. Das kam wie aus dem Nichts. Er wollte am Morgen duschen und konnte sich plötzlich nicht mehr bewegen. Seine linke Seite war gelähmt, er ist hingefallen und das Weitere ist dann, möchte ich auch nicht so jetzt hier ausbreiten, aber dann wurde er in die Klinik eingeliefert und die Diagnose war relativ schnell klar. Okay, trotz aller Tragik muss es natürlich auch weitergehen. Die Mannschaft muss sich konzentrieren irgendwie. Es geht um den Aufstieg in die erste Regionalliga. Ist es jetzt immer präsent, dieses Ziel, oder konzentriert man sich jetzt einfach auf dieses Spiel? Das Ziel ist von Anfang an, waren wir fokussiert auf diesen Aufstieg. Das war das vorgegebene Ziel, das wir hatten. Aber natürlich geht es immer von Spiel zu Spiel. Die Mannschaft konzentriert sich immer von einem Spiel auf das nächste Spiel und versucht, sich auf den nächsten Gegner einzustellen. Jeder weiß, welche Spieler entsprechend die Schlüsselspieler sind von unserem nächsten Gegner. Und so geht es einfach von Spiel zu Spiel, wird sich neu vorbereitet. Und so kam man auch dahin, wo wir jetzt stehen. Jetzt Ulm ist ja schließlich kein leichter Gegner. Was habt ihr denn so für eine Taktik euch da ausgedacht? Könnt ihr schon was verraten? Die Taktik werde sicher nicht ich aufstellen, sondern die macht der Trainer, unser Alen Welcic und Herr Bujukliev. Wir, so wie ich sie aber kenne und so wie wir die ganze Saison gespielt haben, der Schlüssel zu unserem Erfolg ist immer unsere überragende Defense.
die werden wir mit absoluter Sicherheit wieder versuchen aufs Parkett zu bringen, dass der Gegner gar nicht erst zur Entfaltung kommt und dann der Rest ergibt sich von selber. Wir haben einfach die nötige Klasse, die nötige spielerische Klasse, um diesen Gegner dann auch geschlagen nach Hause zu schicken und um am Ende dann mit den Zuschauern und mit den Fans und mit allen, wo in der Halle sind, dann gebührend unseren Aufstieg zu feiern. Frank, wenn du jetzt mal die letzten Monate Revue passieren lässt, was hat die Panthers jetzt so stark gemacht stehen? Sicherlich die spielerische Klasse aller unserer Spieler, die ist wirklich herausragend. Was uns auch ausgezeichnet hat, ist das Fokussieren auf unser Ziel. Wir haben uns nie von allen Unwägbarkeiten nie vom Weg abbringen lassen. Wir haben immer konzentriert weitergearbeitet. Wir hatten einige Tiefschläge zu verkraften, wo unser Trainer über eine längere Zeit gesperrt war, wo Spieler verletzt waren. Wir hatten also wirklich kein Glück mit Verletzungen. Es waren fast alle Leistungsträger waren in dieser Saison irgendwann mal verletzt und trotzdem hat die Mannschaft immer konzentriert weitergearbeitet und das Ziel Aufstieg und Tabellenführung immer weiter verfolgt und deswegen stehen wir jetzt auch oben. Jetzt gab es ja auch Zeiten, bei denen oder in denen es bei den Panthers nicht so lief. Hat man aus diesen Zeiten auch gelernt, dass man es jetzt also einfach besser macht? Natürlich haben wir gelernt. Wir haben viel Lehrgeld bezahlt die letzten Jahre. Wir sind zweimal nach unten gereicht worden. Was haben wir gelernt? Wir haben unsere große Prämisse war einfach Kontinuität wieder in diesen Verein und in die Mannschaft zu bringen. Wir haben für die letzte Saison diese Mannschaft aufgebaut und haben dort dann gesagt, das ist unser Team, mit dem wollen wir weiterarbeiten, mit dem wollen wir erfolgreich sein. Wir werden dieses Team immer nur punktuell entsprechend verändern und das ist einfach der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir haben einen tollen Teamgeist, wir haben eine tolle Teamchemie, die passen alle zusammen. Jeder weiß, was der andere auf dem Feld macht und somit kommt dann auch der Erfolg, kommt dann einfach von alleine, weil die persönliche, individuelle Klasse, die hat jeder Spieler von unseren. Jetzt eben, du hast den Teamgeist gerade angesprochen, der scheint wirklich hervorragend zu sein im Moment bei der Mannschaft. Kommt es jetzt auch vielleicht durch die vielen Aktionen, die Panthers zusammen unternehmen, wie zum Beispiel in das Hospiz zu gehen in Schwenning oder andere soziale Aktivitäten? Sicherlich auch, wobei diese Aktivitäten sind etwas von der Vereinsführung, von mir und vom Herr Welcic eine Vorgabe an unsere Mannschaft, weil wir einfach sagen, ein Basketballspieler hier bei den WH Panthers, der hat so viel Glück in seinem Leben, er kann mit seinem Hobby, kann er sich seinen Lebensunterhalt verdienen, kann gut leben, hat ein schönes Leben, hat einfach so viele Privilegien und der muss von diesem irgendwo wieder was zurückgeben. Und deshalb sind wir einfach dazu übergegangen, dass wir diese Charity-Aktionen vermehrt eingebaut haben. Und am Anfang waren die Spieler noch etwas skeptisch, aber in der Zwischenzeit brennen die richtig darauf, wenn wir so eine Aktion wieder machen, weil sie einfach sagen, sie merken, was da zurückkommt. Und das ist einfach das Schöne dran. Und es prägt auch für den Sport eine gewisse Demut und Dankbarkeit, rückt alles in die richtige Perspektive. Ja, jetzt hoffentlich steht am Samstag der große Saisonhöhepunkt an, der Aufstieg. Aber jetzt rückblickend, gab es auch für dich noch weitere Saisonhöhepunkte bisher? Für mich das absolute Highlight war das Spiel gegen Eningen Ursprung in der Deuteberghalle, wo wir in letzter Sekunde das Spiel eigentlich verlieren müssen, da unser Gegner zwei Freiwürfe hat, die er nicht verwandelt und wir somit in die Verlängerung gehen und dieses Spiel dann in der Verlängerung ganz klar für uns entschieden haben. Und das zeigt auch, wir haben viele solche enge Spiele am Ende wieder umgebogen, wo jeder uns schon eigentlich auf der Verliererseite gesehen hat. Und die Mannschaft hat sich dann zusammengerissen und hat dann nochmal richtig gefightet und hat ihre Klasse dann wirklich gezeigt. Und dann haben wir eigentlich jeden Gegner, wir haben bis jetzt erst ein Spiel verloren, über die ganze Saison. Heißt, also wir haben eigentlich jeden Gegner geschlagen, außer einmal auswärts verloren. Und das zeigt einfach, wie toll die Mannschaft überhaupt drauf ist. Jetzt bist du ja der Panthers-Boss, aber gibst du den Spielern auch mal sportlich so ein paar Tipps? Sportlich eigentlich gar nicht, weil das ist nicht mein Metier. Ich bin hier der Vorstand und der Geschäftsführer der Panthers. Und für das Sportliche haben wir unseren Alen Welcic und unseren Buju. Und die machen das hervorragend und die brauchen von mir da ganz bestimmt keine Ratschläge.
Frank, in Zeiten, wo es vielleicht mal nicht so lief, gab es da auch Momente, wo du vielleicht mal gedacht hast, ich möchte alles hinwerfen? Ganz sicher. Nach dem zweiten Abstieg aus der ersten Regionalliga in die zweite Regionalliga wurde ich persönlich ganz, ganz stark angefeindet, wurde nachts angerufen, hatte Telefonterror, hatte Internetterror. Ich wollte eigentlich alles hinwerfen. Ich war nervlich wirklich völlig am Ende. Und dann kam Alen Velčić und wir haben beide gesagt, nee, wir lassen dieses Baby nicht am Boden liegen. Wir packen das wieder an und bringen das wieder dahin, wo es in Schwenningen einfach gehört. Und wir sind immer der Meinung gewesen, Basketball ist die Nummer 2 hier in der Stadt Villingen-Schwenningen. Und da gehört es hin und da haben wir es auch wieder hingebracht. Ich bin sicher, wir sind wieder die Nummer 2 hier in der Stadt nach der Wild Wings. Und wir brauchen uns vor niemandem verstecken. Wir haben einfach was Tolles wieder hier erreicht und haben wieder einfach Leben in den Basketball reingebracht. Wenn man das alles erlebt hat, wie du es jetzt erlebt hast, dann muss es einem ja jetzt ein ganz, ganz großes Gefühl geben, oder? Dass man es jetzt doch so weit wieder geschafft hat, oder? Ganz sicher, ich kann es noch gar nicht richtig realisieren. Das wird sicher am Samstag dann der Fall sein, wenn das einfach dann Gewissheit ist und wenn ich die Spieler und die Fans dann jubeln sie. Bis jetzt kann ich es noch gar nicht richtig realisieren, dass wir in dieser kurzen Zeit dieses am Boden liegende Basketball wieder dahin gebracht haben, wo wir es jetzt haben. Denkt man so ein bisschen an eine Meisterfeier oder schon an die Feierlichkeiten oder versucht man das noch ein bisschen klein zu halten? Sicher, wir haben schon diverse Sachen organisiert, einfach weil wir der Fans auch irgendwo was zurückgeben wollen. Es ist ja wie vom Drehbuchautor geschrieben für den Samstag. Wir haben zuerst das Spiel von unserer zweiten Mannschaft, die bei einem Sieg auch aufsteigt. Das haben wir in der ganzen Historie vom Basketball hier in Schwenningen noch nie geschafft, dass wir die zweite Mannschaft nach oben gebracht haben. Und ein bisschen später spielt dann die erste Mannschaft. Und wenn es Gott will, werden die auch aufsteigen. Und da haben wir schon ein paar Dinge vorbereitet. Die Spieler werden auch heute noch ein bisschen was vorbereiten für unsere Fans, um denen einfach auch was zurückzugeben über so eine tolle Saison. Und und dann anschließend, wenn dann die ganze Saison rum ist, werden wir nochmal eine interne Meisterschaftsfeier machen, wo wir dann einfach ein paar Fans einladen und ein paar Sponsoren, wo wir einfach nochmal unter uns sein wollen und das nochmal gebührend feiern wollen. Und du schmeißt am Samstag, wenn alle gewinnen, noch eine Runde und es gibt einen guten Kuchen für alle? Ich werde keinen Kuchen spenden, aber es gibt sicher Freibier bis genug. Da hat uns unser Biersponsor, die Rothausbrauerei, hat uns damit Freibier jetzt schon versorgt. Also die Halle ist jetzt schon voll mit Bier. Und da kann ich garantieren, dass es für jeden genug Bier gibt und dass es wirklich eine tolle Party anschließend gibt. Gibt es jetzt für den Schlager am Samstag in der Deutenberg Sporthalle überhaupt noch Karten? Ja, natürlich. Das war ein Gag von unserem Werbeprofi, der dieses Plakat entworfen hat mit diesem ausverkauft. Und natürlich gibt es noch Karten. Ich hatte schon viele, viele Anrufe und E-Mails und Anfrage über Facebook, ob wirklich ausverkauft ist. Nee, es ist nicht ausverkauft. Ihr dürft alle gerne kommen. Das war einfach ein Gag. Wir haben noch genügend Karten, wobei ich ganz, ganz sicher bin, am Ende, bevor das Spiel angeht, werden die Karten sicher knapp, weil die Bühne wird hundertprozentig voll. Das ist ja jetzt wirklich mein Ereignis am Samstag in Schwenning, da müssen wir alle hin. Frank, aber wie sieht's denn jetzt mit dir aus von Freitag auf Samstag? Brauchst du da eine Packung Baldrian? Nee, ich brauche keine Beruhigungstropfen oder sonst was. Ich bin ein ganz ruhiger Mensch. Ich werde während dem Spiel sehr, sehr emotional und bin da sehr, sehr nervös, wobei ich das auch schon viel besser im Griff habe. Aber vorm Spiel mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und die Mannschaft ist so gut, die ist so abgeklärt und die sind wirklich so gut in Form. Die schaukeln das. Naja, dann drücken wir euch auf jeden Fall fest die Daumen. Bringt den Sieg nach Hause und den Aufstieg nach Schwenningen. Und liebe NQTV-Zuschauer, das war's für heute mit den WIHA Panthers, denen wir nochmal hiermit viel, viel Glück wünschen und dem Spieler Taylor natürlich gute Besserung. Vielen Dank, Annie.